Wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen, liebe Traderinnen und Trader, wieder heute hier zu unserer Futures and Options Trading Masterclass bei Tickmill. Mein Name ist Martin Görsch und wie immer werfen wir einen Blick auf die aktuellen Märkte. Dabei wird der Fokus heute klar auf den Indizes liegen, denn hier spielt momentan die Musik sowohl auf den Indizes als auch im Euro-Dollar und im Dollar-Index, das, was wir. Am Dienstag schon besprochen haben, ähm, hat sich hier bewahrheitet. Wir haben gestern die Pressekonferenz gehabt von Jerome Powell nach der Zinsentscheidung der US Notenbank. Die ist ausgefallen wie erwartet. Also die Zinsen bleiben wie erwartet bei 0,25 Prozent. Und ähm, es ist auch bestätigt worden, dass äh, das Ende. Des Tapering-Prozesses, also ähm, die Reduzierung der Anleihenankäufe der US-Notenbank bis März abgeschlossen sein wird. Wo allerdings noch ein bisschen Unklarheit herrscht, ist äh, ja über den Fakt, was wird es an Zinserhöhungen geben, wie viele, wie stark und so weiter. Da hat sich Paul gestern nicht festnageln lassen, hat gestern keine klaren Aussagen getroffen für diesen Bereich. Und das ist natürlich etwas, was die Trader auf der einen Seite etwas verunsichert, ähm, auf der anderen Seite natürlich der Fed auch Tür und Tor offen lässt, eventuell doch deutlich härter zu reagieren, als das bisher erwartet worden ist. Wir hatten äh, ein paar Mal schon darüber gesprochen hier, dass ähm, ja, vier Zinserhöhungen im Prinzip in diesem Jahr schon eingepreist sind, dass das also nichts wäre, was den Markt irgendwie negativ überraschen würde. Und hätte Paul gestern bestätigt, dass es bei vier Zinserhöhungen wahrscheinlich bleiben wird und wir zum Ende des Jahres 100 Basispunkte im Zinssatz höher stehen in den USA, dann wäre die Reaktion des Marktes wahrscheinlich auch etwas anders ausgefallen. Aber ähm, er war gestern doch überraschend hawkisch, also deutlich hawkischer, als die meisten Marktbeobachter das erwartet haben. Und die Konsequenz daraus war, dass er eben auf Nachfrage, wie es denn vielleicht aussieht mit einem 50-Basispunkte-Zinsschritt, also quasi einem doppelten Zinsschritt, eventuell sogar schon im März, das nicht verneint hat, sondern gesagt hat: Naja, bisher war es zwar so, die letzten 20 Jahre, dass immer nur 25 Basispunkte an Zinsschritten gemacht worden sind. Aber die aktuelle Situation ist eben auch eine ganz andere, als wir sie in den letzten 20 Jahren hatten. Wir hatten noch nie eine Situation, wo die FED darauf angewiesen war, ähm, eine, eine fast siebenprozentige Inflation in Amerika zu bekämpfen. Ähm, und ähm, dieser Punkt der Inflation ist gestern ganz, ganz klar in den Vordergrund gerückt worden. Ich habe mir wirklich die gesamte Pressekonferenz von Paul gestern live angeschaut. Und da war das sehr deutlich, dass eben alles andere in den Hintergrund rückt, dass er nach wie vor der Meinung ist, der Arbeitsmarkt in Amerika ist absolut stabil, da wird sich auch in der nächsten Zeit nichts dran ändern und es wird auch keine negativen Einflüsse auf den Arbeitsmarkt geben in einem Umfeld steigender Zinsen, ja, weil der Arbeitsmarkt eben sehr, sehr stark ist. Er hat auch gesagt, es gibt überall noch einen Arbeitskräftemangel, hat das zum Teil auch damit begründet, dass es jetzt wohl in Amerika... Ähm, einige Renteneintritte gibt, äh, die vorgezogen worden sind, ja, die jetzt aufgrund von Corona, ähm, aufgrund von äh, Testungen, die äh, an den Arbeitsplätzen gemacht werden müssen, aufgrund von ähm, ja, Impf, äh, äh, Impfanforderungen, die eben erfüllt werden müssen, um in bestimmten Bereichen zu arbeiten, dass es da doch einige gibt, die deutlich früher aus dem Arbeitsleben ausgeschieden sind, als das äh, normalerweise der Fall gewesen wäre. Und das ist auch der Grund dafür, warum wir trotz 3,9% Arbeitslosenquote, die also historisch gering ist in Amerika gerade, trotzdem einen großen Arbeitskräftemangel dort haben. Und weil eben dieser Arbeitskräftemangel besteht, ist Paul der Meinung, dass auch Zinserhöhungen sich nicht mehr negativ auf den Arbeitsmarkt auswirken würden, weil eben einfach. Genug Nachfrage da ist nach Mitarbeitern und im Prinzip zu wenig Arbeiter im Angebot sind. Ja, und von daher geht er davon aus, dass die Arbeitslosenquote niedrig bleiben wird und hat den Fokus also voll und ganz auf den Punkt Inflation geschoben und ähm, hat auch das Risiko genannt, dass die Inflation nicht nur länger bleibt als erwartet, sondern dass sie auch noch weiter steigen wird in den nächsten Wochen und den nächsten Monaten. Wenn man sich den Ölpreis anschaut, ja, dann sieht das gar nicht so unwahrscheinlich aus. Und er meinte halt auch, das Problem daran wäre, dass gerade in den niedrigeren Einkommensschichten in Amerika diese Inflation ein Riesenproblem ist. Weil die Familien, die eben einen Großteil ihres Einkommens für Dinge des täglichen Bedarfs aufwenden müssen, die werden natürlich von der Inflation besonders hart getroffen. Und er sagte jetzt am Ende, ist es auch so, eine 6-, 7% Inflation. Frisst natürlich den Großteil einer 10% Steigerung der Löhne mehr oder weniger wieder auf. Ja, und das ist eine Situation, die wäre nicht tragbar. Und deswegen ist jetzt absolut das Hauptmandat der FED, eben die Inflation zu bekämpfen. Und aufgrund dieser Sondersituation hat es komplett offen gelassen, ob es eventuell Zinsschritte gibt. Die über 50 Basispunkte sein werden. Das wird den Markt definitiv negativ beeinflussen. Da wird es nochmal deutliche Rücksetzer geben, wenn es denn so kommt. Und auf der anderen Seite hat er auch offen gelassen, ob nicht vielleicht über die gesamten sieben nächsten äh, Sitzungen jeweils eine Zinserhöhung stattfinden wird. Und dann wären wir eben nicht mehr bei vier Erhöhungen übers Jahr, sondern dann wären wir bei sieben Erhöhungen übers Jahr. Plus eventuelle Doppelerhöhungen mit 0,5 Basispunkten, dann könnten wir sogar in den Bereich 8 oder 9 oder 10 Zinserhöhungen innerhalb eines Jahres eintreten. Alles das hat die FED gestern offen gelassen, hat sich da also sämtliche ähm, Handlungsmöglichkeiten freigelassen und das hat den Markt doch deutlich durchgeschüttelt. Ja, bevor wir da gleich mal drauf schauen, wie sich das Ganze am Kurs bemerkbar gemacht hat, müssen wir wie immer einmal darauf hinweisen, dass Trading mit erheblichen finanziellen Risiken verbunden ist. Das kann zu hohen Kapitalverlusten führen. Deswegen bitte immer nur mit Geld traden, was ihr euch leisten könnt zu verlieren. Und ganz klar, das, was wir hier an Analysen machen, das dient rein den Lehr- und Lernzwecken, ist keine Anlageberatung, keine Kaufen, Verkaufen oder Haltenempfehlung für irgendwelche Finanzprodukte. Gut, was erwartet uns von Seiten der Zahlen? Ähm, wir haben hier heute das Konsumklima bekommen in Deutschland. Ähm, ja, da hat sich nicht wirklich viel bewegt. Also wir haben einen, einen starken DAX gesehen, aber das war sicherlich nicht der Grund, dass wir hier ein Konsumklima bekommen haben, was ein bisschen besser als erwartet ausgefallen ist mit minus äh, 6,7 anstelle der erwarteten minus 7,8. Ich denke, das war eher eine Bereinigung dessen, was wir in der Nachtsession in, in Asien gesehen haben. Da ist nämlich dann auf die hawkische FED entsprechend reagiert worden. In Japan sind 3% verloren worden, in China so um die 2%. Und da passen sich natürlich US- und europäische Indizes über Nacht dann auch entsprechend an und von den niedrigen Niveaus ist dann auch direkt wieder hochgekauft worden. Was bekommen wir heute noch? Auftragseingänge ähm, ist nicht ganz unwichtig in Amerika. Werden wir mal schauen, wie die ausfallen. Werden auf jeden Fall schlechter erwartet als beim letzten Mal. Ähm, Bruttoinlandsprodukt, ja, fürs äh, vierte Quartal kommt jetzt hier, sollte deutlich besser kommen als beim letzten Mal. Ich denke, so wird das auch sein. Wir sehen an, an äh, der Front der äh, Bilanzen, die wir bisher bekommen haben im SP 500 und den Unternehmen. Dass die Earnings weiter gut laufen, dass die Unternehmen weiter profitabel sind. Von daher wird auch sicherlich das Bruttoinlandsprodukt gut laufen. Erstanträge Arbeitslosenhilfe, das wird nochmal interessant um 14.30 Uhr. Aber ich denke, die Wichtigkeit dieser Erstanträge und auch die Wichtigkeit der fortlaufenden Anträge auf Arbeitslosenhilfe ist spätestens nach der Pressekonferenz von gestern deutlich abgerutscht. Wir haben eine lange Zeit gehabt, wo der Arbeitsmarkt im Prinzip das Mandat Nummer eins war, der FED, wo es also nichts Wichtigeres gab für die FED, als wieder Richtung Vollbeschäftigung zu gehen. Das waren natürlich die ganzen Monate, wo auch sehr, sehr viel Geld zu, zusätzlich in die Wirtschaft gepumpt worden ist. Diese Zeit ist jetzt vorbei. Es ist ganz klar, Fokus ist jetzt Inflation und nicht mehr Arbeitsmarkt. Und dementsprechend, denke ich, haben diese Zahlen jetzt auch schlagartig eine ganze Menge an Wichtigkeit eingebüßt und sollten also als große Market Mover hier nicht mehr unbedingt äh, interpretiert werden. Schwebende Hausverkäufe halte ich momentan auch nicht für so besonders wichtig. Schauen wir auf das, was morgen kommt. Bruttoinlandsprodukt für Deutschland. Das könnte natürlich morgen am Vormittag den DAX noch mal ein bisschen bewegen, wenn das besser kommt dann könnte das durchaus noch mal einen positiven schub geben. und dann kriegen wir hier noch mal inflationsdaten in amerika, pce kernrate, vom preisindex und den pce preisindex. das wird wieder wichtig werden. denn wenn wir da wieder sehen, dass wir ausreißer nach oben bekommen, dass also die inflation doch deutlich weiter steigt als es bisher angenommen wurde, dann Spricht das dafür, dass es die Fed weiter unter Druck setzt, noch hawkischer zu agieren, ähm, als es jetzt sowieso schon planen? Und dann könnte uns durchaus 0,5 0,5er Schritt äh, im März erwarten. Und das wäre natürlich etwas, was den Markt negativ überrascht. Und jedes Mal, wenn wir eine negative Überraschung von Seiten der Fed in Bezug auf Zinserhöhungen bekommen haben. Ähm, dann kriegen wir natürlich eine entsprechend negative Reaktion an den Märkten. Ja, und das würde ich dann auch erwarten, wenn hier morgen deutlich höhere Inflationszahlen kommen, denn dann wird natürlich von den Marktteilnehmern ein Teil des Risikos schon vom Tisch genommen und eben schon vor der nächsten Zinssitzung dann versucht, solche Dinge einzupreisen. Konsumentenerwartung, Verbrauchervertrauen ist wichtig in Amerika, haben wir schon häufiger darüber gesprochen, wird also auch morgen um 16 Uhr nochmal eventuell für Bewegung sorgen. Also morgen ähm, ein ganz interessanter Tag von Seiten der Wirtschaftsdaten, heute eher etwas ruhiger, heute wird es eher darauf ankommen, wie denn diese vorbörsliche Rally, die wir jetzt gesehen haben im SP, wie die denn von den Marktteilnehmern hier verarbeitet wird. Okay, ich gehe mal kurz in den Chat. Hier ist eine Frage gekommen vom Rüdiger, sehen wir in den USA eine Preis-Lohn-Spirale? Ja, das ist natürlich jetzt die Frage. Also wir haben gesehen, dass die Löhne kräftig gestiegen sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass ein Ende der Lohnsteigerung jetzt erstmal erreicht ist. Denn wir sind jetzt in einer Situation, wir haben das auch mitgekriegt bei den großen Earnings von den Banken. Dass also JP Morgan und Goldman Sachs unter anderem in Margendruck gekommen sind, unter Margendruck gekommen sind, nicht so viel verdient haben wie erwartet, weil eben die Lohnspirale so angestiegen ist, weil eben doch deutlich höhere Löhne gezahlt werden mussten. Und das scheint im Moment auch im Silicon Valley aktuell zu sein, dass große Firmen wie Apple und Co. sehr, sehr viel an, an Bonuszahlungen an ihre guten. Mitarbeiter auszahlen, einfach nur um diese Mitarbeiter zu halten. Und wir sehen es natürlich auch in Niedriglohnsegmenten, dass einfach mehr bezahlt werden muss, damit die Leute zurückkommen an den Arbeitsplatz. Aber ich denke, wir sind jetzt bei einer Arbeitslosigkeit von 3,9 Prozent angekommen. Das heißt, die Arbeitslosigkeit ist sehr, sehr gering. Und von daher sehe ich im Moment auch nicht mehr so unbedingt den Druck, die Löhne weiter zu erhöhen natürlich ist es so dass die erhöhten löhne jetzt auf die preise der produkte drücken ja das ist gar keine frage also die schieben natürlich dann produktpreise auch an weil halt ein, eine firma die eine, eine sogenannte pricing power hat die also in der lage ist die erhöhten kosten auch an den kunden zu übergeben oder an den kunden zu übertragen die werden das natürlich auch tun und höhere kosten haben wir im moment eben nicht nur auf seite der einkäufe ja, dass die Rohstoffe teurer werden, dass Lebensmittel, die verarbeitet werden, teurer werden, dass Energie vor allem auch teurer wird, sondern eben, dass auch mehr Löhne bezahlt werden müssen. Dadurch kann es schon sein, dass wir in so, ein, in so eine Lohnpreisspirale am Ende schon reingekommen sind. Ja? Weil ähm, natürlich muss über einen Lohn, den man erhält, auch am Ende das möglich sein, die Dinge des täglichen Bedarfs sich auch noch zu kaufen. Und in dem Moment, wo das nicht mehr möglich ist, fällt natürlich auch der Anreiz, irgendeiner Arbeit nachzugehen. Ähm, und von daher denke ich, haben wir einen Teil von dieser Lohnpreisspirale schon gesehen. Ähm, und ich denke auch, die Löhne, die erhöhten Löhne sind etwas, was gekommen ist, um zu bleiben. Also die Löhne werden nicht wieder zurückgehen. Was sicherlich zurückgehen wird, ist ein Teil der, der erhöhten Einkaufspreise für Transporte, auch für Produkte, wo sich natürlich auch für den, für den Einkäufer der Produktpreis, wo sich die Transportkosten auch drin widerspiegeln. Und ich denke, da werden wir im Laufe des Jahres eine leichte Entspannung sehen. Ich denke nicht, dass wir wieder auf den auf das Vor-Corona-Niveau zurückkommen. Das wird wahrscheinlich erst 2023 irgendwann der Fall sein. Ähm, aber ich denke schon, dass wir viel von, von dem Bereich, ähm, ja, wie soll man sagen, Lieferkettenengpässe und äh, damit auch erhöhte Transportkosten, dass wir davon doch wieder ein Stückchen zurückkommen. Aber sicherlich erst in, in einigen Monaten. Ja, und bis dahin wird die Inflation einfach hoch bleiben. Ich denke, die prozentualen Zahlen werden etwas zurückgehen, weil wir natürlich immer schauen müssen, das, was wir an Prozentwerten bekommen, wenn wir Inflationswerte kriegen, ist natürlich im Vergleich zur Vorperiode. Und da waren wir ja jetzt gerade an diesem Übergang. Ja, nach Corona, nach diesem starken Corona-Crash und dieser Corona-Panik, die wir überall gesehen haben, sind natürlich die Preise stark zurückgekommen. Weil auf einmal saßen alle Leute zu Hause, auf einmal war keine Nachfrage mehr da, die Fabriken waren geschlossen und so weiter. Da ist natürlich die Nachfrage nach unten gegangen und mit der Nachfrage, die nach unten geht, fallen die Preise. Und dann kam auf einmal dieser Pent-up-Demand, also diese, diese Nachholnachfrage, die sehr, sehr stark plötzlich angestiegen ist, auch aufgrund des vielen Kapitals, was von der FED mit in den Markt geschoben worden ist. Und. Ähm, der, der Effekt, den wir eben daraus gesehen haben, ist ein, ein schneller Anstieg der Preise. Und jetzt wurden relativ hohe Preise mit einer Phase verglichen, wo die Preise sehr niedrig waren. Und dadurch kommen diese extremen prozentualen Steigerungen: 6%, 7%. Ich denke, davon werden wir runterkommen. Aber trotzdem, selbst wenn wir uns in Bereichen um 4% Inflation auf Jahressicht halten, ist das eben immer noch extrem viel und ist immer noch doppelt so viel wie das, was die Fed im Durchschnitt eigentlich gerne sehen wollte. Ja, nämlich 2% Inflation. Das ist das Ziel, auf das man hier nach wie vor aus ist. Und ähm, Paul hat gestern ganz klar bekräftigt, man wird alles tun, um möglichst schnell eben dieses 2% Ziel wieder zu erreichen. Ja, und. Und von daher werden wir sehen, also ich sehe die, die Gefahr einer Lohnpreisspirale jetzt nicht so extrem. Ich denke aber schon, dass wir insgesamt hohe Preise behalten werden und viel wird sich entscheiden über die Entwicklung der Energiepreise. Und da ist meiner Meinung nach auch noch kein Ende abzusehen. Also da können wir durchaus in diesem Jahr noch auf Öl 100 Dollar gehen. Und dann steigt natürlich die Inflation am Ende auch weiter. Okay. Für uns ist natürlich immer die Frage, inwieweit könnte denn jetzt ein, eine Korrekturbewegung schon beendet sein? Ja, und ähm, für die Grafiken hier schalte ich jetzt mal auf den größeren äh, Bildschirm, ähm, schalte das Ganze hier einmal frei und nehme mich hier auch mal raus. Dann ähm, haben wir das Ganze hier mal im Vollbild. Okay. Ähm, so, das, was wir jetzt hier sehen, das sind, äh, die, äh, ist die Anzahl der Insiderkäufe, die Menge der Insiderkäufe äh, in Technologiewerten. Ja? XLK, das ist der große ähm, Technologieindex, der SP 500 Technologiebereich. Und da sehen wir, dass wir aktuell in diesem Rücksetzer, den wir hier gesehen haben, einen, einen absoluten Rekordwert über die letzten 20, 25 Jahre hier haben, einen absoluten Rekordwert an Insiderkäufen im Technologiebereich. Und jetzt ist natürlich die Frage, naja, warum sollten die denn jetzt so kräftig kaufen? Ja, die kaufen ja normalerweise nicht, wenn sie der Meinung sind, die Aktienkurse sollten weiter fallen, sondern die kaufen natürlich dann, wenn sie der Meinung sind, die Aktienkurse sollten weiter steigen. Und wenn wir das uns hier in der Vergangenheit auch mal anschauen, wie das in der Vergangenheit gelaufen ist, dann sehen wir eben von da an, wo hier die ersten äh, wirklich starken Käufe gekommen sind, die dann auch in der Trendbewegung hier weiter zugenommen haben, sehen wir, dass wir hier in deutliche Aufwärtsphasen reingekommen sind, ja, hier genau das gleiche an dieser Stelle sind wir hier das erste Mal wieder in Extremwerte gelaufen oder in relativ hohe Werte an Insiderkäufen und das war natürlich genau die Phase wo, die, wo der nächste wirklich große Trend hier angefangen hat im Bereich der Technologiewerte. Und wir sehen eigentlich, dass jeder neue Rekordwert, der hier gemacht worden ist, dass jeder neue Rekordwert mit neuen Höchstständen kurz danach hier einhergegangen ist. Und jetzt sind wir eben hier aktuell in einem Bereich, wo wir äh, absolut neue Rekordwerte bekommen und noch nie so viele Insiderkäufe im Technologiebereich gesehen haben, wie es jetzt aktuell der Fall ist. Und das könnte ein Zeichen dafür sein, dass zumindest diejenigen, die sich in dem Bereich sehr gut auskennen, nämlich das sind äh, CEOs, äh, CFOs, Directors hier von, von irgendwelchen großen Firmen, die hier aufgeführt sind, eben entsprechend als Insider, da sehen wir, dass die davon ausgehen, dass der Boden hier wahrscheinlich erreicht ist und wir weiter äh, Richtung Norden laufen werden in den Kursen. Und deswegen kaufen die im Moment relativ stark ein. Das könnte also für Investoren, für langfristige Investoren, jetzt hier eine gute Gelegenheit sein, sich diesem Verhalten anzuschließen und die ersten Tech-Werte, die zum Teil ja wirklich extrem zurückgekommen sind, teilweise 80 Prozent, diese Tech-Werte hier so nach und nach mal fürs Investmentdepot depot so ein bisschen einzusammeln. Das ist also eine, eine Seite, auf die man immer schauen kann, die Insider-Käufe. Dann haben wir hier eine zweite Darstellung, die ich hier noch reingeholt habe. Und zwar zeigt uns diese Darstellung, wie viel Prozent oder welcher Prozentsatz der Aktien aus dem Nasdaq 100 momentan im Korrekturbereich sind. Korrekturbereich, wohlgemerkt, ist immer, wenn wir vom 52 Wochen hoch einen Rücksetzer von mehr als 10 Prozent gesehen haben. Also Aktien die momentan mehr als 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch stehen. Und das sind im Moment mehr als 85% der Nasdaq 100 Aktien, die eben auf Korrekturniveau stehen. Das heißt, die mehr als 10% vom Hoch zurückgekommen sind. Und jetzt habe ich hier mal eine, eine Auswertung, die hier von Sentiment Trader vorgenommen worden ist, über die letzten paar Jahre. Im Prinzip immer, wenn wir hier gesehen haben, dass wir ähm, über diese, na, das ist hier so m, 77, 78% Prozent Grenze, ähm, ähm, ja, über 75%, Prozent, das ist die 75% Prozent Grenze hier in Grün ähm, und hier oben steht's, ja. Pessimism 0,75. Also immer dann, wenn mehr als 75% der Nasdaq 100 Aktien in dieses Korrekturniveau gelaufen sind, dann haben wir mit einer guten Wahrscheinlichkeit hier auch eine Bodenbildung drin gehabt und sind in die nächste Aufwärtsbewegung übergegangen. Ja, das letzte Mal hatten wir das hier zur Corona-Krise, zu, zu, zu diesem starken Corona-Crash, ähm, wo wir deutlich über dieses 075er-Level gegangen sind. Und jetzt sind wir eben im Moment hier schon wieder über dem 085er Level. Also auch das spricht dafür, dass wir zumindest mittelfristig hier dem nächsten Boden ausbilden werden. Und wenn wir uns mal anschauen, wie das ähm, über, die, äh, über die letzten Male, wo wir über diesen 75%-Bereich gekommen sind, wie sich das Ganze hier entwickelt hat, dann sehen wir hier, die die zeitlichen, ups, die zeitlichen äh, äh, Elemente hier ja und sehen also eine Woche später, zwei Wochen später, ein Monat später und zwei Monate später. Und wenn wir jetzt hier unten mal auf die Winrate, also auf die Trefferquote schauen, wenn man zu diesem Zeitpunkt hier gekauft hätte, dann waren wir in allen Situationen zwei Monate später deutlich höher als zu dem Zeitpunkt wo wir eben über dieses Level hinausgegangen sind. Das würde suggerieren, dass wir jetzt für den Lauf der nächsten zwei Monate ähm, gerade dabei sind, das Tief hier auszubilden. Also auch das wieder für langfristige Swing Trader oder äh, auch für Investoren. Etwas, was durchaus interessant ist hier mal zu berücksichtigen. Und wenn wir uns anschauen, wie nach diesen Korrekturen, nach diesen starken Korrekturen, wo wir hier deutlich in dieses 80% und mehr, in diesen 80% und mehr Bereich gelaufen sind äh, mit Aktien im Korrekturniveau. Und wir, wir schauen uns mal an, wie die durchschnittliche äh, Rendite, die durchschnittliche Bewegung des Marktes danach war, dann sehen wir, ja, dass wir hier durchgehend in einem positiven Bereich sind. Im Schnitt sind wir einen Monat später schon 11% höher. Zwei Monate später liegen wir schon 18% höher. Und ein Jahr später liegen wir im Durchschnitt wohlgemerkt 54 Prozent höher. Ähm, das heißt, wir sollten uns ähm, ja darauf vorbereiten, dass der Markt hier aktuell ein Tief ausbildet. Ja, das ist ja so, so ein bisschen der Kern äh, des heutigen Webinars. Wir wollen einfach mal schauen, ob dieses Selling-Climax, was wir da gesehen haben, jetzt ob das. Tatsächlich das Tief sein könnte, oder ob wir noch mal eine gute Chance haben, eine ganze Ecke weiter runter zu gehen. Und im Moment sieht es danach aus, als könnten wir gute Chancen haben, dass jetzt hier tatsächlich auch das Tief ausgebildet wird. Das letzte, was ich für diesen Bereich jetzt hier mal noch vorbereitet habe, ist das sogenannte AAII-Sentiment. Das ist das Sentiment der Privatanleger, mehr oder weniger. Und da sehen wir, dass wir momentan hier auf einem äh, Rekordniveau stehen. Ich glaube, wir sind jetzt hier bei 52,9 oder so. Das ist ähm, Rekordniveau über die ganzen letzten Jahre. Die, die Marktteilnehmer waren noch nie so bearish wie jetzt aktuell. Und wenn wir uns die letzten Male anschauen, wo wir in diesen extrem bearischen Bereich hier reingelaufen sind, dann können wir das ganz häufig mit Zwischenkorrekturen, also mit tatsächlichen Tiefs im Markt verbinden. Ja, das sind immer diese Tiefs hier im Markt. Hier waren wir wieder in einem Extrembereich, das ist dieses Tief, hier waren wir im Extrembereich, das ist dieses Tief. Ja, wir sehen also ganz häufig, wenn die Marktteilnehmer sehr bearish werden, dann haben wir häufig das, das Tief im Markt drin. Ja, und jetzt sind wir hier wirklich in einem absoluten Extrembereich, haben eine deutliche Korrektur gesehen und also auch von Seiten dieses Sentimentindikators sieht es jetzt so aus, als wenn wir hier das Tief ausbilden könnten und uns demnächst wieder Richtung Norden bewegen sollten im SP 500. Ja, also ähm, das ist das, was zumindest von Seiten der Indikatorenlage hier zu erkennen ist und damit würde ich sagen, gehen wir mal kurz in die Charts rein, schauen uns das Ganze noch mal von Seiten der Charts an und sehen jetzt hier auch gerade jetzt aktuell, das ist hier der S&P 500 im 15 Minuten Chart, ja, und sehen, wir sind gerade dabei über das Hoch der nacht hinaus zu hinauszugehen und das ist ein sehr starkes Zeichen hier, das ist ein sehr bullisches Zeichen, was wir hier haben. Wir sind 14.30 Uhr, wir sind eine Stunde vor der Markteröffnung in Amerika und wir haben gesehen, dass wir in der nacht -Session hier, in der Asia-Session, hatte ich ja gerade schon gesagt, diese deutliche Abwärtsreaktion gesehen haben und nochmal unter das Tief von gestern gerutscht sind. Und dann kam relativ schnell diese Wende hier drin und wir sind jetzt wieder in einer intakten Aufwärtssequenz und versuchen jetzt gerade aktuell über dieses Level hier hinaus zu gehen. Das ist sehr, sehr bullisch, was wir hier sehen. Ich würde als nächstes Anlaufziel im Prinzip hier oben diesen sogenannten Point of Control quasi, wo also gestern das meiste Volumen abgehandelt worden ist, diesen Punkt hier um 4420 Punkte, das wäre für mich so dass das nächste Ziel, das war hier auch ungefähr der Bereich der Hochs am 24. Januar, das ist ungefähr der Bereich dieses Tageshochs hier bei 4420. Und da sehen wir eben immer diese Level, die uns hier in Rot angezeigt werden, die sind durchaus relevant. Das war hier in der Nacht-Session relevant, das ist hier in der Morning-Session nochmal getestet worden. Und dann sind wir hier Richtung Tageshoch gelaufen und haben an diesem Tageshoch eben diesen nächsten Kontrollpunkt ähm, hier ausgebildet. Dieser Punkt, der sich hier unten ausgebildet hat, ja, mit dem starken äh, Umsatz, der hier unten gemacht worden ist, quasi in dieser Nacht-Session sehen wir, das war dieses Tief hier vom 25. Januar. Na, das finden wir also alles irgendwo wieder. Der Bereich dieses Tiefs hier, das, was heute in der Nachtsession tatsächlich bewegt worden ist, um 4.270 Punkte, war auch ein ganz, ganz wichtiges Level. Es ist nämlich dieses Tief hier vom 24. von der, von der Abendsession. Ja, also ähm, gewöhnt euch dran, euch immer an diesen wichtigen Punkten Tageshochs und Tagestiefs und auch an diesen Kontrollpunkten hier zu orientieren. Und hier wird es jetzt eben spannend werden, ob wir das schaffen, da oben rauszugehen. Ich wäre jetzt aktuell etwas vorsichtig, 14.30 Uhr, wir kriegen gleich Zahlen. Und ab 15.30 Uhr sind die US-Händler dann am Markt. Da wird das Ganze dann etwas interessanter und etwas nachhaltiger wahrscheinlich, was wir dann an Bewegung bekommen. Gucken wir im SP 500 hier nochmal ins, ins große Bild dann äh, sehen wir hier folgendes. ja, das ist hier noch der 2020er corona crash. von da an haben wir uns relativ schnell hier nach oben bewegt und sind eigentlich in einen sehr schönen aufwärtstrend gegangen. und dann hatten wir uns ja am dienstag schon angeschaut. ja, sind diese trends gebrochen? das erste mal hier dieser kurzfristige aufwärtstrend, der etwas längerfristige aufwärtstrend, der ist hier gebrochen. und nachdem wir uns das ganze hier ähm, äh, angeschaut hatten, am Dienstag sind wir hier am Mittwoch nochmal Richtung 200er gleitenden Durchschnitt gelaufen und sind dann mit der äh, Fettzinsentscheidung auch erst kurz oben drüber gelaufen und dann aber sofort wieder nach unten weggelupft. Und wenn wir natürlich sehen, ja, wir sind hier an so, einem, äh, an so einer Hammer Candle und laufen einmal drüber und werden sofort wieder abverkauft, ist das natürlich ein sehr negatives Zeichen. Und da konnte man gestern Abend auch noch ein bisschen was auf der Short-Seite machen. Das ist jetzt aber inzwischen durch. Wir sind hier wieder in diesem grün markierten Unterstützungslevel, was wir schon seit vielen Tagen hier drin haben. Sind wir wieder an diesem Unterstützungslevel hier hängen geblieben und bauen jetzt im Moment hier immer noch eine recht bullische Tageskerze auf. Ähm, werden wir sehen, wie die schließt. Das könnte uns dann aber auch einen guten Hinweis geben für das, was vielleicht am Freitag noch passieren könnte. Insgesamt haben wir gesehen vom Sentiment und von den Indikatoren her, haben wir eine wirklich gute Chance, dass das hier jetzt ähm, das die Ausbildung eines Tiefs ist. Es ist allerdings immer schwer, das so auf den Tag genau festzulegen. Es könnte genauso gut sein, dass wir heute noch mal eine dramatische Abwärtsbewegung sehen und das, was wir am Dienstag schon gesagt haben, falls wir unter dieses 4220er Level rutschen, dann auch noch mal ganz schnell 70 Punkte weitergehen Richtung 4150 bis zu diesem grün markierten Unterstützungslevel hier. Also so sieht momentan ähm, das Bild im, im S&P 500 aus. Ähm, kurzfristig recht bullisch, was hier läuft. Vielleicht können wir uns das Ganze noch mal kurz im DAX anschauen. Im DAX ist das Bild nämlich etwas anders. Da sehen wir eher diese große ähm, seitwärts Range. Ja, das heißt im, im ersten teil der bewegung hier war der dax doch etwas schwächer als der s&p ich kann ihn hier einfach mal kurz mit reinholen den us 100 nehmen wir hier mal mit rein und ja da sieht man das eigentlich ganz schön der bewegt sich hier sehr sehr schnell nach oben Na? Wir sehen der SP 500 hier eine deutliche Steigerung, auch hier eine deutliche Steigerung, bewegt sich hier komplett nach oben aus dem Bild raus. Und der DAX schiebt sich hier eigentlich eher mehr seitwärts. Wenn wir uns denn jetzt aber mal die letzte Zeit anschauen, dazu legen wir uns den hier mal in, in eine neue Skala. Und so, ja, wenn wir uns die letzte Bewegung jetzt hier mal anschauen, dann sehen wir seit Dezember, seit Ende Dezember. Ist der SP hier doch deutlich schwächer als der, äh, der, als der DAX? Wenn ich hier mal auf die Year-to-Date-Einstellung gehe, sehen wir das ganz gut. Ja, Da steht der DAX im Moment so bei minus 3,7% übers Jahr, also hat sich recht gut gehalten. Der SP, der steht bei minus 13,6% übers Jahr. Ja, das heißt, äh, momentan DAX deutlich stärker als SP 500 und, oder ähm, als, ähm, als der, der NASDAQ haben wir es jetzt hier drin. Wir können natürlich auch einfach mal den S&P 500 hier reinlegen. US 500 ist das dann. Ja, und da sehen wir am Ende ein ganz ähnliches Bild. Den holen wir jetzt hier auch noch mal in eine neue Skala. So, da sehen wir ein ganz ähnliches Bild. Ja, DAX minus 3,7. SP minus 9%, also auch da eine deutlich schlechtere Performance. Das bedeutet für uns aber am Ende nur, dass es vielleicht im Moment auch gar nicht so schlecht ist, Trades im DAX aufzubauen. Und da bietet sich das immer an, wenn wir hier unten ähm, diesen, na, nehmen noch mal so, ja, diesen Bereich hier unten um 15.000 Punkte erreichen. Das ist das untere Ende der Range. Und da haben wir auch die Möglichkeit, relativ eng. Die Risiken abzusichern, nämlich hier unter dem Bereich 14.800. Ähm, sollten wir unter die 14.8 fallen, dann kommen die nächsten Level hier ins Spiel und das nächste wirklich große Unterstützungslevel, was wir dann hier haben, das liegt äh, hier ungefähr in diesem Bereich bei äh, 13.900 knapp 14.000 Punkte. Das wären also nochmal 800 Punkte, die der DAX hier nach unten machen kann. Und wir haben es uns auch schon ein paar Mal angeschaut, gerade wenn wir so ähm, äh, gerade wenn wir so äh, lange seitwärts Ranges haben und brechen dann aus diesen Ranges nach unten raus, dann kriegen wir eben häufig genau diese Range noch mal drauf und siehe da, dann kommen wir auch hier an diesem alten Vor Corona hoch vom Februar 2020 an. Das wäre im Prinzip einfach nur einmal die Range hier drauf projiziert und dann kommen wir auch tatsächlich zum Unterstützungslevel. Das ist die Kaufzone hier. Ja, das ist die Kaufzone und das ist das Unterstützungsniveau vom äh, Hoch aus dem Februar 2019. Und da kommen wir eben auf zwei Arten hin. Ja, einmal indem wir diese Range projizieren ans Ausbruchslevel und einmal äh, indem wir links schauen, wo sind denn Unterstützungslevel, um, und wo sind alte Hochs und alte Tiefs? Ja, äh, Rüdiger, alles korrekt. Ja, Der, der Gersh-Trend ist noch negativ. Der Gersh-Trend ist aber halt auch ein, ein leicht nachlaufender Indikator. Und ähm, der ist natürlich immer dann negativ, wenn wir äh, Trades aufbauen, die gegen die letzte Trendbewegung antizyklisch sind. Und das ist im Prinzip genau das, was wir machen, wenn wir hier unten ankommen ähm, in diesem äh, Supportbereich bei um 15.000 Punkte, dann ist der natürlich negativ, weil der letzte Trend hier abwärts gerichtet ist. Ja, das ist aber auch keine trendfolgende Strategie, die wir hier ausführen. Eine trendfolgende Strategie wäre ein Ausbruch oder ein Rücksetzer nach einem Ausbruch auf ein, auf ein wichtiges Support-Level. Ja, das wäre eine trendfolgende Strategie. Das, was wir hier eventuell machen wollen, ja hier unten an so einem Unterstützungsbereich kaufen, das ist für diesen Tageschart, den wir uns hier anschauen, keine trendfolgende Strategie. Wenn wir uns das ganze mal im Wochenchart anschauen, ja, da sieht es anders aus. Also für den Wochenchart wäre dieser Rücksetzer, der jetzt hier läuft, einfach nur ein Test des letzten Unterstützungslevels. Die übergeordnete Sequenz ist noch äh, halbwegs intakt. Wir haben noch nicht unterhalb dieses Tiefs hier geschlossen. Ja, wir haben in diesem, äh, äh, in diesem Bild hier keinen Schlusskurs unterhalb dieses Tiefs unter 4270 Punkten. Und damit ist die übergeordnete Aufwärtssequenz noch intakt. Und da sehen wir auch, dass auch der Gersh-Trend noch grün ist. Und für jemanden, der im Wochenchart tradet und hier unten eine Position aufbaut, ist das ein Trendfolgetrade. Ja, weil wir diesem übergeordneten Trend folgen wenn wir das ganze allerdings im tageschart aufbauen, ja, dann ist das alles andere als trendfolgen. dann ist das hier eine antizyklische äh, einstiegsgelegenheit. und da ist es dann natürlich auch so, dass hier der, der trendindikator negativ ist. Ja, wir hatten über die gesamten monate hier vorher immer die möglichkeit ähm, bei einem. Na, wir sehen das hier über eine ganz lange zeit, im prinzip seit juli 20. ist der gersh trend auf wochenbasis hier grün. Und da hatten wir natürlich die Möglichkeit, auf den Tageschart hinzugehen und zu sagen, okay, immer dann, wenn wir ähm, Rücksetzer kriegen, ja, die hier groß genug sind, wie dieser hier, die groß genug sind, dass wir in der Stochastik hier relativ weit nach unten kommen. Ich vergrößere das mal gerade hier so. Ja, dass wir hier in der Stochastik relativ weit nach unten kommen und dann positiv kreuzen bei positivem Görstrend dann ist das natürlich eine Möglichkeit hier trendfolgend zu agieren. Hier genau das gleiche. Der Rücksetzer, dieser Rücksetzer hier groß genug, dass die Stochastik unter die 50 läuft, dass wir hier wieder positiv kreuzen bei grünem Görstrend. Ist ein Long Setup. Hier genau das gleiche. Ja? Ähm, trend ist grün, wir kriegen hier die positive Kreuzung, das ist ein trendfolgendes Long Setup im S&P 500 auf dem Tageschart. Hier genau das gleiche wieder. Solange wie der Görstrend grün ist, können wir diese ganzen Kreuzungen hier immer wieder traden. Hier wird es schwierig, ja? weil hier kommen wir schon in den roten Görstrend. Da sind wir dann schon aus der Trendfolge raus. Da müssten wir dann antizyklische Strategien aufbauen. Ja, und ähm, darum geht es im Prinzip immer, sich anzuschauen, was ist das, was wir hier aufbauen. Und dann muss man auch ganz klar darüber nachdenken, möchte man antizyklisch handeln, ja oder nein. Ja und das hängt natürlich auch immer so ein bisschen davon ab wie steht die aktuelle Equity ja wenn wir mit dem Konto gut dastehen und haben eine gute Gewinnserie generiert dann können wir durchaus äh, antizyklische Trades aufbauen ja wenn wir so ein bisschen in der Drawdown-Phase gerade sind und brauchen eher etwas sicherere Setups dann sollten wir eben warten bis wir wieder einen klaren Trend vor uns haben und dann wieder trendfolgende Setups äh, ausführen ja das ist immer so ein bisschen Entscheidung, die man hier als äh, als Trader einfach treffen muss. Na, okay, dann hatten wir auch am Dienstag hier noch geschaut auf den WIX, äh, auf den Volatilitätsindex und hatten gesehen, dass wir hier im Bereich über 35 angekommen waren am Montag, ähm, und äh, das war auch ein Grund für uns, warum wir gesagt haben: Hey, durchaus eine gute Chance, dass wir hier eine Bounce kriegen von diesem extremen Abverkauf weil das eben ein Bereich ist, in dem die Volatilität sich typischerweise nicht besonders lange aufhält. Ja, hier haben wir es gesehen über drei Tage, hier haben wir es gesehen über drei Tage, hier haben wir es gesehen über drei Tage, hier haben wir sogar nur ganz kurz einmal in diesen Bereich reingestochen und sofort wieder abgedreht. Und hier hatten wir es jetzt eben auch über zwei Tage. Und das ist also auch etwas, was man immer in seiner Analyse mit berücksichtigen sollte, gerade wenn man auf der Suche ist nach einer Bodenbildung. Ja, dass man einfach mal kurz schaut, was macht denn äh, die Volatilität hier vom SP500. Und dann können wir ganz gut abschätzen, ob wir eine gute Chance haben, in diesem Bereich äh, am Tief oder uns äh, im, im Tiefbereich recht aggressiv auf der Longseite positionieren zu können. Oder ähm, ob wir eher damit rechnen müssen, dass wir vielleicht nochmal eine, eine erhöhte Wohler sehen und, und etwas mehr Anstieg sehen. Und wenn wir das hier mal vergleichen, ja, mit dem, was hier äh, in, im März 2020 gelaufen ist, ich meine, das haben wir, glaube ich, alle noch ganz gut im Kopf, was das für ein, für ein brutaler Crash war und was da am Ende auch an äh, fundamentalen News dahinter stand, nämlich ähm, eine, eine Epidemie, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zu einer äh, internationalen Pandemie wird, die natürlich dramatisch die Wirtschaft dann beeinträchtigt und so weiter. Und da sind wir dann in diese bereiche hier um 80 vorgedrungen. Das sind aber wirklich absolute Ausnahmesituationen. Ja, wir sehen, dass wir ansonsten immer so spätestens im oberen 30er Bereich hier sehr, sehr gut begrenzt sind. Und wenn man sich jetzt eben die aktuelle Lage anschaut, na ja mein Gott, was haben wir denn jetzt hier? Ja, wir kriegen die ersten Zinserhöhungen, wir kriegen vielleicht. Eine Reduzierung äh, des Balance Sheets äh, von der Fed, das war auch etwas, was Paul sich gestern offen gehalten hat. Ähm, er hat äh, ganz, ganz klar dazu gesagt, die Bilanz der Fed steht deutlich höher als das, was eigentlich notwendig wäre. Und dementsprechend ist hier ganz klar die Notwendigkeit da, diese Bilanz äh, wieder zu senken, wieder abzusenken, runterzubekommen. Also das steht ganz klar auf dem Plan der, der äh, US-Notenbank die Bilanz zu reduzieren, ähm, hat aber auch direkt dazu gesagt, dass das ein sehr langfristiger Prozess sein wird und der soll sehr, sehr transparent ausgeführt werden. Ähm, also auch mit äh, deutlicher Vorankündigung und mit einem genauen Plan, der da verfolgt wird. Dass sich eben die Marktteilnehmer da auch voll darauf einstellen können, was da am Ende passiert. Ja, und das ist die Situation, wie wir sie jetzt haben. Also da ist kein Grund für eine überzogene Panik und dementsprechend sollte auch immer hier spätestens im mittleren 30er-Bereich die Volatilität dann irgendwo auch begrenzt sein. Und das kann ich also auch jedem nur nahelegen, sich das mal anzugewöhnen, hier auch auf die Volatilität zu schauen und das auch für die aktuellen Trade-Setups mit zu berücksichtigen. Okay. Dann würde ich sagen, werfen wir jetzt noch mal kurz einen Blick auf den Euro-Dollar und schauen uns hier die Situation noch mal an. Und da zeige ich auch noch mal kurz das, was hier aus dem Wochenchart gekommen ist, was ich auch im Blogbeitrag drin hatte und was wir uns auch am Dienstag noch mal angeschaut hatten. Das ist nämlich diese Situation hier. Dass wir hier äh, im Wochenchart eine schöne Bear Flag ausgebildet haben. Und da haben wir auch gesagt, mit dem Ausbruch aus der Bear Flag wird das Ganze wieder hochinteressant hier für die Abwärtsseite. Und das Kursziel wäre hier mindestens nochmal ein Test des 1,12er Levels. Das ist erfolgt. Wir sehen, dass wir hier sehr dramatisch unten durchgehen gerade, dass wir schon runter sind bis 1,11,40. Und der nächste Auffangbereich, den wir jetzt hier für den Euro vorfinden, der liegt tatsächlich erst hier unten äh, um 110 ja um 110 das wäre für mich jetzt hier das fernziel für diese abwärtsbewegung im euro und das ganze können wir dann natürlich auch noch mal äh, erweitern auf so, ja, bis hier auf diesen bereich um 108 das ist das nächste Support Level. Also das sind die beiden großen Unterstützungslevel, die jetzt im Euro noch warten. Mehr ist einfach nicht mehr da. Ja, wir sind unter dieses letzte Tief hier gegangen, unter die 1.1170. Wir sind unter das letzte Tief gegangen, wir haben diese letzte Unterstützung hier bei 1.1220 gerissen. Wir sind da überall durchgerutscht. Und diese nun doch hawkischer als erwartete FED von gestern, die hat eben einfach dazu geführt, dass der Euro hier schwach geht. Hauptgrund dafür ist eben der starke Dollar-Index. Und da haben wir eben genau das umgekehrte Bild. In diesem Dollar-Index sehen wir hier auf dem Wochenchart sehr schön die Bull Flag, die sich hier ausgebildet hat. Ja, schöne Bull Flag ähm, mit der Bewegung gestern. Wenn wir hier auf den Tageschart schauen, ja, mit der Bewegung gestern. Ist dann auch der Ausbruch über dieses Zwischenhoch hier erfolgt, nämlich über die 96,45? Das war das letzte äh, Widerstandslevel, was hier drin war. Und jetzt sind wir über alle anderen Level, auch über die 96,90, hier deutlich drüber hinausgeschossen, haben also kurzfristig hier erstmal keinen weiteren Widerstandsbereich. Und da gucken wir jetzt einfach mal auf dem Wochenchart, bis wohin das Ganze gehen könnte. Naja, da sind wir erstmal jetzt hier oben so leicht begrenzt an diesem Bereich. Den können wir mal äh, in Rot markieren hier als Widerstand. Ja, das sind so diese, diese letzten äh, Hochs hier. Die liegen so knapp unter 98. Da könnte erstmal ein bisschen Widerstand warten. Und äh, die nächsten Level, die wir dann bekommen, das sind dann die hier drüben. Ja, einmal hier unten die untere Begrenzung um 99 und einmal hier oben. Die Begrenzung um 100,5. Also, das sind die die Level, auf die wir jetzt quasi hier im, äh, im Dollarindex warten können. Na, und wenn wir das uns parallel dann dazu im, im Euro anschauen, dann kommen wir hier recht gut auf diese Level auch im Euro. Also um 1,10 äh, und äh, dann hier auch um 1,08,50. Ja, da fängt dann hier der größere Supportbereich an. Das wären also die Ziele, wie sie hier im, im Euro aktuell sind. Dann haben wir noch hier den äh, US-Dollar-Japanischen Yen. Ähm, der läuft hier oben an diesem Bereich jetzt, 1,1670. Das hatten wir uns auch schon angeschaut aus dem Future. Ähm, da gehe ich hier mal kurz in die Futures-Märkte rein. Ähm, so, ja, hier haben wir den äh, japanischen Yen als Future und da sehen wir eben auch sehr, sehr schön, das ist quasi eine ganz ähnliche Trendlinie, die hier gelaufen ist. Das ist die Trendlinie, die ist vor zwei Tagen jetzt nach unten durchbrochen worden und setzt sich heute hier sehr schön, sehr dynamisch weiter fort. Und hier ist dann das Support-Level, auf was wir jetzt warten, was erreicht werden sollte. Das liegt dann hier unten bei... Ähm, 008620, 008610, so in diesem Bereich hier unten, das wäre das äh, Support-Level, wo, wo wir rechnen, wo wir damit rechnen können, dass der Yen jetzt hier sich auf den Weg zu diesem Bereich macht. Ja, wie das Ganze danach weitergeht, müssten wir dann sehen, aber das wäre erstmal das, ähm, was wir jetzt hier für den für den japanischen Yen als Future erwarten können. Typischerweise ist es so wenn wir äh, so Bewegungen haben wie heute, dann sind diese high beta currencies äh, immer besonders schwach. Das wäre in dem Fall jetzt hier australischer Dollar. Da haben wir das Ganze hier auch schon mal eingezeichnet. Wir haben hier die intakte Abwärtssequenz und haben dann äh, nach dieser Abwärtssequenz hier diese Bear Flag gesehen. Die hatten wir auch als äh, Short Setup hier drin. Die spielt sich jetzt auch komplett aus. Da ist der nächste Zielbereich hier unten bei 0,70 und auch der Neuseeländische Dollar verläuft ganz, ganz ähnlich. Da haben wir im Prinzip hier auch diese Bear Flag gesehen. Ja, das hat alles ein paar Tage gedauert, bis sich das manifestiert hat. Aber mit dem Ausbruch dann hier unten raus und spätestens dann auch mit dem Ausbruch unter die 0,67 war dann hier auch der New Zealand Dollar als Future klar auf der Abwärtsseite zu nehmen. Der hat jetzt natürlich die ganzen Ziele hier schon rausgenommen, ist schon deutlich überschossen und hier sehen wir auch, der ist im Moment kurzfristig etwas überverkauft. Das heißt nicht, dass es nicht noch weitergehen kann. Das sehen wir hier ganz schön. Ja, da waren wir auch in diesem Bereich hier schon überverkauft und sind dann doch noch eine ganze Ecke weitergefallen. Also da immer ein bisschen vorsichtig. Gerade bei den Währungen, bei Aktien und Indizes ist ein bisschen was anderes. Die bleiben oft nicht so lange im überverkauften Bereich. Währungen können deutlich länger im überverkauften bleiben. Und hier müssten wir jetzt auch einfach auf dem Wochenchart gucken, wo die nächsten Ziele auf dem Wochenchart liegen. Und das sind dann diese hier unten. Das ist dieser, dieser Bereich hier um 0,65. Das ist das nächste Support-Level hier auf Wochensicht. Okay. Damit ähm, habe ich im Prinzip das, was ich äh, zeigen wollte, jetzt auch. Gezeigt, ähm, weitere Fragen sehe ich hier momentan nicht drin. Ähm, Im Prinzip ist es immer ganz einfach, wenn ihr irgendwas habt, was euch interessiert hier aus dem Future-Bereich, dann könnt ihr das gerne in den Chat schreiben. Wir sind doch immer eine ganze Menge Leute, die hier zusammen sind. Von daher, ähm, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, irgendwas, was euch aus dem Future-Bereich interessiert, dann gerne rein in den Chat damit. Da heute nichts weiter da ist, würde ich sagen, sind wir hier heute am Ende angekommen. Ich wünsche euch allen noch einen ganz äh, erfolgreichen Handelstag. Sag gerne bis nächsten Dienstag, da sind wir um 14 Uhr wieder hier. Und ansonsten auch wie immer gerne jeden Morgen um 8.30 Uhr beim Mike Seidel zu den täglichen Morgenanalysen. Bis dahin euch erfolgreiche Trades und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.